Hallo, hier sind wir wieder und ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ich habe nämlich mal was ausprobiert, wie man diesen Charaktergenerator hier ausreizen kann und ich muss sagen, man kann ihn ziemlich ausreizen. Ich habe mal was vorbereitet, ist nicht hübsch, ist nicht toll. Das passiert, wenn man alles nach rechts regelt. Jetzt kann man hier, man kann auch noch hier Tätowierungsfarbe. Aber wir brauchen auch eine Tätowierung. Guck mal hier, ja, ja. Man sieht gar nichts, das da. Kann man jetzt auch noch machen. So, ist doch schön bunt. Wow. Was wir noch machen können. Hautton kann man gar nicht großartig die Farbe ändern, was? Ja, das passiert, wenn man alles nach rechts macht. Habe ich alles rechts gemacht. Und so sieht man dann aus. Es ist nicht toll. Ich habe gesehen, beim Scott kann man, glaube ich, auch eine Clownsfrisur wählen. Die sehe ich jetzt hier nicht. Da müssen wir jetzt mal hier. Ja, ach da. Ach da. Was hat der Scott denn für Frisuren? So, die haben wahrscheinlich die Frisur genommen und die dann einfach umgefärbt. Was haben wir denn da für Farben? Jawohl, ist das nicht schön? Das ist doch schön. Jawohl, wenn das nicht hübsch ist. Kriegt er noch roten Lidstrich? Ist das nicht toll? Also, was man hier alles machen kann. Am Anfang war ich da ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Aber ich war auch ungeduldig. Ich wollte ja endlich los anfangen. Aber das ist schon abgespaced, ne? So. Das ist schon verdammt abgespaceder Typ. Jetzt noch. Hier, sowas? Das ist ja wohl. Bäh, mega. Mega! Das machen wir jetzt in grün. Oh Gott. So. Bam. Also, das kann man auch mit dem Charakter machen. Und ohne Scheiß, ich find's mal was anderes. Ich red schon wie Liam, ey. So eine Kacke hier. Nee, ich würde sagen, das lassen wir lieber. Alles klar, bis zum nächsten Video. Tschüss.